Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, daheim an den Empfangsgeräten und auch hier im Offenland zum 25. Treffen des Curriculum Augsburg. Wir haben heute eine Koryphäe da, den produktivsten Visa-Nutzer aller Zeiten mit 20 AFP-Einträgen. Das ist einsame Spitze. Und der AFP-Einträge hat keiner. Egal, da kommt es zurück. Genau, und er wird uns heute etwas über Grenzwerte erzählen mit dem Thema Vergiss dein Kohle mit. Genau. Oder was ist das nur für ein Grenzwert? Viel Spaß. Ja, hallo. Also erstmal entschuldigen dafür, dass ich meinen Vortrag jetzt so oft verschoben habe. Ich habe es auch dieses Mal wieder fast geschafft, ihn nicht fertig zu bekommen. Deswegen ist das jetzt teilweise so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, aber ich hoffe, es ist trotzdem halbwegs verständlich. Du wirst am besten vorbereiteten Vortrag heute halten. ja, also im Prinzip ist es das, was, woran ich momentan in meiner Diss arbeite. Und zwar, ja, also es geht um Grenzwerte und. Ja, Grenzwerte gibt man nämlich. Ist das eingeschaltet? Ich glaube, ich hatte nicht, ja. Ah, nee, ist aus. Ah! Schlechte UX. So. Genau, also. also, ich hab eigentlich den Vortrag mal angekündigt, damit ich genau diesen Witz machen kann. Ich könnte jetzt eigentlich auch wieder aufhören. Okay, also, das Problem ist folgendes: Ich will gerne Grenzwerte berechnen. Und das Ganze soll verifiziert in Isabelle Holl sein. Sollte ja ein Begriff sein mittlerweile. Gab ja viele Vorträge dazu. Deswegen gehe ich da jetzt mal gar nicht mehr drauf ein. Das Ganze soll automatisch gehen, denn ich will eigentlich keine Arbeit haben dabei. Und am liebsten habe ich ja noch freie Variablen drin. Also irgendwelche Parameter und sowas. Zum Beispiel so einfache Sachen wie das hier. Das ist tatsächlich ein echtes Beispiel, das ich hatte. Und zwar habe ich vor 2 Jahren, am Anfang meiner Promotion, den Satz von Akabatzi in dieser bewiesen. Also das ist so eine Art verallgemeinertes Master-Theorem, falls man das was sagt. Das ist also im Prinzip, wenn man die Laufzeit von so den beiden Conker-Algorithmen berechnen will, ja, da braucht man sowas. Und da kann man als eine der Sachen, die man da beweisen musste, im Prinzip diese Beweisverpflichtung dabei raus. Und man sieht das schon, also hier sind freie Variablen drin, dieses B und dieses Epsilon. Und also ich bin da, glaube ich, eine gute Woche dran gesessen, um das zu beweisen. Das ist wirklich nicht einfach. Selbst per Hand, da hätte ich damals gar nicht gewusst, wo ich da anfangen muss. Der Autor von dem Paper, aus dem ich den Beweis von dem Akabatzi habe, ist, der sagt dazu eigentlich nur, ja, das kann man irgendwie per Taylor-Expansion zeigen. Also der hat so nur so dieses hingeschrieben halt, und so eine Fußnote in der Fußnote, ja, mach mal Taylor-Expansion, klar. ja, also das ist nicht so ganz trivial. Und ja, also im Prinzip habe ich halt gefragt, wie kann man das automatisch machen. Also erstmal ist die Frage, wie macht der Mathematiker das überhaupt, so Grenzwerte berechnen? Ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich alle aus der Schule. Also der Standardansatz ist, dass man halt einfach sich rekursiv Perlausdrücke ausschaut, sagt, okay, 1 geht gegen 1, eine Konstante, 1 durch x geht gegen 0. Das kann man auch noch erkennen. Und dann sieht man, okay, die Summe geht dann auch gegen 1, und dann geht der Logarithmus davon gegen 0. Und dann kann man das Gleiche machen, sieht man, okay, der geht unendlich, und dann habe ich halt 0, geht halt auf unendlich, und das ist offensichtlich 0. Also das heißt, das hier geht gegen 0. So. Das ist so die typische Aufgabe, die man vielleicht in der Schule irgendwie gemacht hat. In der das Problem ist halt jetzt, dass man da bei vielen Problemen dann früher oder später auf so Sachen wie unendlich und unendlich oder nur noch unendlich stößt und dann kommt man einfach nicht weiter mit dem Ansatz. Ja, also was macht man in solchen Fällen? Da gibt es so Möglichkeiten wie, man kann irgendwie so Abschätzungen machen. Also man hat hier irgendwie sowas wie x Quadrat, das geht gegen unendlich, man hat x ln x, das geht auch gegen unendlich, das hat man gegen unendlich und unendlich. Aber mit geübtem Auge sieht man, dass das hier halt sehr viel langsamer gegen unendlich geht als das hier. Das heißt, im Endeffekt geht dieser ganze Ausdruck dann auch wieder gegen unendlich. Also das kann man mit so ein bisschen Erfahrung sehen. Eine andere Methode ist irgendwie, dass man die Terme einfach ein bisschen umschreibt, dass man dann einfach den Grenzwert ablesen kann. Also hier hat man auch wieder so den Fall unendlich durch unendlich. Dann kann man dafür etwas Erfahrung drauf kommen, dass man hier x Quadrat kürzen kann und dann hat man hier diese Terme stehen. Man sieht man hier, der geht gegen 0, der geht gegen 0, also hat man 1 durch 1 und das geht gegen 1. Das ist auch so eine typische Schulaufgabe. Das Problem hierbei ist halt einfach, dass es nicht immer ganz so einfach ist zu sehen, was man da machen muss.
Und manchmal geht es auch gar nicht so einfach. Und es ist halt kein wirkliches klares Schema, was man dann irgendwie folgen kann. Also wenn man das irgendwie in einem Algorithmus so bauen will, das funktioniert einfach nicht so gut. Also ein anderer Ansatz, ein bisschen fortgeschrittener, ist dann, dass man die Tail-Expansion benutzt. Also bei dem Beispiel hier, glaube ich, da geht jetzt keins von den anderen Sachen, die ich bisher gesagt habe. Es gibt auch den Satz von L'Hôpital, den man aus der Schule kennt, der funktioniert, glaube ich, jetzt hier auch nicht. Zumindest sehe ich jetzt gerade nicht wie. Also L'Hôpital, nur kurz als Einschub, ist auch so eine Sache, das ist, ist so ein netter Trick, aber das ist halt auch, ja, das ist halt so ein Taschenspielertrick. Also manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Man muss halt teilweise vorher kreativ umformen, bevor man das Ding irgendwie anwenden kann. Also das hilft uns auch nicht weiter. Taylor-Expansion, wie gesagt, da kann man hier Folgendes machen. Man kann sagen, okay, von der Exponentialfunktion nehme ich einfach die ersten zwei Terme der Taylor-Expansion. Dann habe ich hier irgendwie 1 plus 1 durch x plus irgendwas in u von x zu minus 2. Und dann kann ich diese 1 mit der hier kürzen. Und dann habe ich im Prinzip stehen x mal x hoch minus 1 plus irgendein Restterm. Und dann kommt im Endeffekt raus, dass es halt gleich 1 plus irgendwas u von 1 durch x ist. Das heißt, da der Grenzwert hiervon ist einfach 1. Ja. Also der Vorteil davon ist, es ist schon mal ein bisschen systematischer. Also ich kann mir vorstellen, okay, ich mache einfach irgendwie so hinreichend viele Taylor-Expansionen von allen Subtermen und dann kann ich das irgendwie gegeneinander aufrechnen und kriege am Ende meinen Grenzwert raus. Das Problem ist, ja, es ist nicht immer ganz klar, wonach man jetzt wirklich expandieren muss. Also in dem Fall ist die Funktion, von der ich die Taylor-Expansion nehme, dieses i hoch x. Aber das in größeren Termen kann das dann teilweise ein bisschen unklarer sein, was man jetzt da wonach expandieren muss. Und viele der Funktionen kann man auch gar nicht als Potenzreihe expandieren, zumindest nicht in x. Zum Beispiel sowas wie, wenn man jetzt i hoch x oder ln x für x unendlich hat, da funktioniert es einfach nicht. Was heißt das? Ja, wenn ich jetzt, also im Prinzip liegt es daran, dass das i hoch x eine essentielle Singularität hat für x unendlich. Das heißt, ich kann das nicht irgendwie als, da wird man es dann als Potenzreihe in 1 durch x entwickeln normalerweise, aber das funktioniert halt da nicht. Das heißt, da muss man sich, das werde ich danach noch ein bisschen genauer erklären, da muss man sich irgendwas überlegen, wie man mit sowas umgeht. Das wird vielleicht noch ein bisschen klarer nachher. Also wenn man solche Sachen können Probleme machen. Also dieser einfache Ansatz funktioniert nicht immer. Und anders ausgedrückt, das ist auch, das Problem ist halt, wenn man hinreichend glatte Funktionen hat, kann man da immer irgendwie so eine Taylor-Expansion machen. Aber wenn man halt irgendwelche Singularitäten hat, dann muss man sich oft überlegen, wie man die umgeht. Also, ich bin jetzt auch kein Experte in dem ganzen Thema hier. Ich habe das mir so angeeignet, weil ich das gebraucht habe für meine Dissertation. Ich habe das auch alles nicht erfunden. Also gesagt, alles, was ich bisher so gezeigt habe, das ist so nach dem Motto, muss man so also ein bisschen mit mathematischer Intuition angehen, mit Erfahrung und dann funktioniert das. Aber man kommt dann auch schnell an die Grenzen und dann wird es schwierig. Deswegen, was macht man als Mathematiker, wenn man nicht weiter weiß bei sowas? Oder man fragt dann einfach Mathematiker. Das ist sogar vermutlich der Standardansatz mittlerweile, wenn man Grenzwerte berechnen will. Man tippt es einfach in CAS ein. Was ist da das Problem? Das erste Problem ist, Computerangemer-Systeme machen halt gerne mal Fehler. Also das sind halt sehr viele Algorithmen, die da implementiert sind, sehr effizient, das ist alles nicht verifiziert. Das sind gerne mal Bugs drin. Der Lösungsweg ist nicht nachvollziehbar. Also Mathematiker rechnet halt irgendwas rum an dem Grenzwert, spuckt mir da doch einen Grenzwert aus. Aber ich erfahre mir nicht, wie es auf diesen Mist gekommen ist. Ich kann das nicht nachprüfen und ich kann auch nicht irgendwie, okay, wenn ich jetzt ein Paper schreibe, kann ich halt dann hinschreiben und finde, ja, Mathematiker hat gesagt, das ist der Grenzwert, aber es ist halt schwierig, das zu rechtfertigen, da, wenn es nicht offensichtlich ist. Und Isabel vertraut natürlich auch den ganzen Computer-Algebra-Systemen nicht. Also wenn ich jetzt Isabel was beweisen will, dann muss ich halt wirklich auch einen Beweis machen, den Isabel akzeptiert und kann ich einfach sagen, ja, Mathematiker hat das gesagt, akzeptiere das mal als Theorem. Und außerdem, ich habe noch kein Computer-Algebra-System gefunden, das mit dem einen Problem, was ich dir gezeigt habe, klarkommt. So freie Variablen mögen die nicht so gerne bei sowas. Also so teilweise so ein, zwei, mit einer Variable kommen sie teilweise noch klar, aber wenn ich dann zwei habe oder in dem, was ich davor hatte, waren sogar vier drin. Ich habe jetzt nur eine vereinfachte Version gezeigt, aber das, so wie ich es drinstehen habe, sind da vier freie Variablen drin, von denen drei praktisch keinen Einfluss aufs Ergebnis, zwei praktisch keinen Einfluss aufs Ergebnis und die anderen haben nur wenig Einfluss. Aber Mathematiker und Maple versagen halt total und die anderen haben sowieso keine Chance. Also, ja, ist auch nicht so ideal. Ist Alpha jetzt ein ganz anderes System oder ist es auch nur Mathematiker? Und Alpha? Ich glaube, das benutzt als Backend Mathematiker. Also, es ist noch mehr drumherum irgendwie. Also, Wolfram Alpha hat ja irgendwie diese Freitexteingabe und noch so eine riesige Datenbasis im Hintergrund. Also, ich weiß nicht, wie sehr diese Systeme intern gleich sind, aber Wolfram Alpha benutzt zumindest Mathematiker irgendwie als Backend. Also man kann auch Mathematiker-Syntax direkt in Wolfram Alpha eingeben. Das funktioniert aber nicht immer 100%. Das ist richtig, ja.
Das funktioniert nicht immer. Ja, das ist Nice. Ja, im Sinne von Wolfram Alpha interpretiert teilweise auch die Syntax von Mathematik. Also wenn sie 1 zu 1 reinkopiert, auch teilweise schon falsch. Also irgendwie, ich habe keine Ahnung, was die da machen. Das ist so, ja, aber für ein kostenloses System ist es ganz. Stimmt irgendwas mit Machine Learning? Stimmt, ja. Irgendwas mit Cyber. Okay, das wirft natürlich die Frage auf, wie funktionieren denn diese Computeralgorithmen überhaupt? Also was machen die überhaupt, wenn ich so ein Grenzwert berechnen will? Es ist im Allgemeinen recht schwierig, denn gerade Mathematiker und Mabel sind halt irgendwie closed source und da kann man nicht so genau reinschauen. Ich weiß aber eine Sache, die sie machen und die werde ich heute mal präsentieren, weil das ist das, was ich in Isabel gemacht habe. Und zwar ist es, wenn man jetzt reellwertige Funktionen hat mit so Exponentialfunktionen, Logarithmus und nämlich Potenzen und plus minus mal geteilt, da gibt es recht schöne Algorithmen dafür und da stelle ich jetzt nicht mal einen vor. Dann ist die Frage, können wir das, was sie da machen, in Isabel irgendwie nachbauen? Das heißt natürlich, da müssen wir wirklich jeden Schritt, wir können nicht einfach nur irgendwie die Ergebnisse berechnen und die dann dem Benutzer zeigen, weil der Benutzer freut sich, sondern wir müssen jeden Schritt, den wir machen, irgendwie rechtfertigen. Wir müssen wirklich ein Theorem produzieren, das sagt, dieser Schritt war richtig. Das macht es schon mal ein bisschen schwieriger. Dann ist die Frage, wenn wir das alles machen, ist es denn überhaupt noch schnell genug? Also ich meine, diese ganzen Computeralgorithmen sind irgendwie hoch optimiert und sowas in Theoremweise nachzubauen, ist nicht so ganz einfach. Okay, also erstmal ein Rückblick, wie haben das denn jemand die Computeralgorithmen früher gemacht? Also da sah das ungefähr so aus, jeder hat einfach irgendwas gemacht, also die haben halt irgendwelche Heuristiken draufgeworfen, haben irgendwie total lustig angewendet, teilweise falsch, und dann kam irgendwie Mist raus, oder es gab irgendwie, genau das funktioniert da vorne hinten nicht, also es gibt da eine Doktorarbeit von Dominik Grunz, der sich damit beschäftigt hat, er hat irgendwie so eine große Tabelle von irgendwie so Grenzwertproblemen, hat dann irgendwie an 10 verschiedene Computeralgorithmen geliefert, und das war irgendwie so, es kam irgendwie in den meisten Fällen kamen falsche Ergebnisse raus oder Timeouts oder irgendwelche Fehler, also dass es irgendwie ganz abgestürzt ist. Also es war eine ziemliche Katastrophe. Es ist mittlerweile alles viel, viel besser geworden. Genau, also damals war es so, die Computeralgorithmen haben halt im Prinzip das gleiche gemacht, was Menschen auch machen. Und sie haben es auch genauso schlecht gemacht, wie es Menschen machen, nur schneller. Next power, man. Also mittlerweile ist es dann deutlich besser geworden. So in den Mitte der 90er Jahre haben dann die Computeralgorithmen-Systemmenschen angefangen, die Algorithmen, die da bekannt waren, mal zu implementieren. Und also mittlerweile in Mathematica und Mabel habe ich jetzt nirgendwo was gefunden, um wirklich ein falsches Ergebnis zu liefern. Also das funktioniert schon sehr gut. Das, was in der Mitte der 90er Jahre schon entwickelt wurde, das werde ich jetzt gleich mal erklären. Also erstmal so als Grundlage, das Problem ist so also das, was ich vorher erklärt habe, man geht so durch und nimmt dann irgendwelche Grenzwerte von Teilausdrücken und verrechnet die miteinander. Das Problem, was man dabei im Prinzip hat, wenn man wirklich unendlich minus unendlich hat, ist, dass man da Information verliert. Also wenn ich irgendwie unendlich minus unendlich habe, dann ist das Problem, dass halt hinter dem unendlich noch eine Information verborgen ist, wie schnell das gegen unendlich geht. Und diese Information habe ich halt nicht, wenn ich nur weiß, es geht gegen unendlich. Also ich brauche praktisch mehr Informationen über die Asymptotik von der Funktion. Und dabei kann man diese asymptotischen Expansionen sich anschauen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt x gegen 0 habe, dann gelten da folgende Expansionen. Das kennt man vielleicht irgendwie aus dem Grundstudium. Also die Exponentialfunktion bei 0 hat diese Expansion. Das hat und 1 zu 1 bis x, diese geometrische Reihe, hat diese Expansion. Und was das im Prinzip heißt, ist einfach, wenn ich jetzt diese Summe hier nehme und ich schneide die an irgendeiner Stelle ab, dann ist der Fehler davon höchstens so groß, asymptotisch gesehen, wie das nächste Glied in dieser Summe. Also praktisch, wenn ich jetzt hier nach dem 1/2 x² abschneide, dann ist der Fehler, den ich mache, damit O von x hoch 3. Das ist das, was diese Reihenschreibweise bedeutet. Und das Schöne ist halt daran, dass diese Reihen die komplette asymptotische Information von dieser Funktion beinhalten. Und das Schöne ist, dass ich die Dinge auch verrechnen kann miteinander. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie sowas habe wie e hoch x plus dieses Ding hier, kann ich diese Reihen einfach gliedweise addieren und dann verrechnen und dann habe ich die Expansion für die Summe von den beiden Dingen hier. Also man kann mit denen als Satz ja schon rechnen und verliert keine Information dabei. Und den Grenzwert kann ich auch einfach ablesen dann, denn der Grenzwert von dem Ding hier ist einfach diese 1 und der Grenzwert von dem Ding hier ist auch diese 1. Also man muss sich im Prinzip immer nur den führenden Term anschauen und schon weiß man, was der Grenzwert ist. Für x gegen 0 meinst du jetzt mal? Ja. Hast du mich vorhin auch mal Grenzwert x gegen 0? Ja, das wechselt sich immer so ein bisschen durcheinander, je nachdem, was gerade schöner ist. Also in den meisten Fällen betrachte ich Grenzwerte für x unendlich, aber in dem Fall bei den Expansionen ist es einfacher, wenn man es so hinschreibt. Also ich könnte auch mal schreiben, i hoch 1 durch x, dann könnte ich ja, da habe ich halt hier 1 plus 1 durch x und dann halt 1 durch x² und so weiter. Aber ja.
Das kann man alles in einer Umwandlung, also das ist kein großes Problem. Okay, dann haben wir hier wieder das Problem, dass, was ich vorher schon erwähnt habe, nicht alle Funktionen haben so einfache Expansionen. Also zum Beispiel die Exponentialfunktion für plus minus unendlich oder der Logarithmus bei unendlich und null, da, die haben halt da auch wieder so Singularitäten und dann hat man da das Problem, dass man irgendwas mit Vx fixt, unendlich kann man halt nicht irgendwie schreiben als Potenzreihe. Und was man da macht, das ist ein bisschen komplizierter, deswegen erkläre ich das erstmal nicht. Also vorerst gehen wir mal davon aus, dass wir nur so einfache Expansionen haben und das ist einfach zu erklären, was man da machen muss. Okay, also wir haben im Prinzip Expansionen, die so aussehen. Irgendein Koeffizient, das ist eine reelle Zahl, mal x, was unser Funktionsparameter ist, hoch irgendein i0 und dieses i0 ist eine reelle Zahl. Also das kann auch negativ sein, das kann auch irgendwie ein Bruch sein, das kann auch irgendwas Irrationales sein, plus der zweite Term und so weiter und so fort. Und das hier ist praktisch eine potenziell unendlich lange Liste. So kann man sich das vorstellen. Und die halt jeweils aus einem Koeffizienten und einem Exponenten besteht. Und wichtig dabei ist, dass die Exponenten immer kleiner werden. Und wenn ich jetzt wissen will, was ist der Grenzwert von diesem f hier, und dann muss ich im Prinzip nur schauen, was ist der erste Term mit einem Koeffizienten, der ungleich 0 ist. Und dann kann ich mir da im Prinzip anschauen, was ist der Exponent davon. Wenn der größer als 0 ist, dann geht die Funktion gegen unendlich. Wenn er kleiner als 0 ist, dann geht sie gegen 0. Und wenn er gleich 0 ist, dann geht sie gegen irgendeine Konstante. So einfach ist das. Also einfach nur den ersten Term anschauen, der ungleich 0 ist, und dann kann man den Grenzwert ablesen. Vorausgesetzt im Prinzip, wie rechnet man mit diesen Dingen? Ich habe vorher gesagt, man kann irgendwie addieren und subtrahieren und multiplizieren und dividieren. Und ja, wie macht man das? Also wie stellt man diese Dinge jetzt konkret dar und wie rechnet man mit denen? Dafür habe ich jetzt erstmal so eine Pseudo-Haskell-Syntax. Also erstmal sagen wir, eine Expansion ist eine potenziell unendliche Liste, also eine Lazy List von Paaren von reellen Zahlen. Das erste ist der Koeffizient, das zweite ist der Exponent. Und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt eine Expansion habe und ich will sie negieren. Also wenn man hier gesehen hat, also praktisch im Prinzip, ich will einfach minus dieses Ding hier haben, dann muss ich ja nur an jedem Koeffizienten vorne noch ein Minus dran schreiben. Das heißt, ich merke praktisch einmal diese Liste drüber, schreibe überall ein Minus vor den Koeffizienten. Ganz einfach. Die Typsignatur, da ist ein X plus 4, oder? Ja. Oh ja, richtig, das ist ein X plus 4. Das Addieren ist ein bisschen komplizierter. Also wenn ich eine leere Expansion habe, ist es klar, dann gebe ich einfach die andere zurück. Und wenn ich jetzt 2 habe, dann wird es ein bisschen komplizierter. Dann muss man die im Prinzip so mergen. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt irgendwie, das ist Quatsch, hier sollte E stehen. Ja, E2 ist also die Exponent. Man hat jetzt hier zwei Listen. Und dann schaut man im Prinzip nach, welcher Exponent ist kleiner. Wenn sie beide gleich groß sind, addiert man einfach die Koeffizienten und addiert dann rekursiv wieder die Restlisten. Und wenn sie kleiner sind, dann muss man halt den kleineren Term von dranhängen und dann wieder die Restlisten addieren und so weiter. Also im Prinzip ist es einfach so ein Merge von diesen zwei unendlich langen Listen. Ja, also das sieht auch in dieser Welt fast so aus, ist ein bisschen komplizierter, aber es sieht ungefähr so aus. Das ist in dieser Welt eine kurrekursive Funktion auf Lazy-Lists. Die Korrektheit davon beweist man dann einfach mit Koinduktion. Also ich werfe nur die Begriffe in den Raum, falls jemand das mit anfangen kann. Da haben wir die Tools dafür in dieser Welt, das funktioniert recht gut. Dann ist die Frage Multiplikation. Da brauchen wir erstmal eine Multiplikation mit einem atomaren Term. Also praktisch, wenn ich nur ein so ein Glied habe, so ein 10 mal x hoch e, und das will ich eben jetzt drauf multiplizieren auf der Expansion, dann macht man einfach so eine Scale-Funktion, die eben einfach die Strich mit dem Koeffizienten multipliziert und das E-Strich auf jeden Exponenten drauf addiert. Und dann hat man eine Expansion für eben c mal x hoch e mal die ursprüngliche Funktion. Und die Multiplikation funktioniert dann auch wieder ähnlich. Also wenn man eben die Multiplikation mit einer leeren Expansion hat, das ist praktisch 0, dann hat man 0. Und ansonsten muss man, ich werde das nicht so im Detail erklären, aber nur damit man es mal gesehen hat. Also es ist im Prinzip eine ganz einfache Rekursion, die man da hat. Man kann sich das auch ganz einfach überlegen, wenn man sich die Terme hinschreibt und es dann ausmultipliziert, dann kommt im Prinzip genau das raus. Das nächste ist Einsetzen von Expansionen in Potenzreihen. Das werde ich gleich erklären, warum wir das brauchen. Da ist jetzt erstmal als Grundlage, also viele Funktionen kann man so als Potenzreihen darstellen lokal. Also wenn man irgendwie ein x hat, das ist hinreichend klein, also kleiner als ein gewisser Konvergenzradius, dann kann man in viele Funktionen so schreiben, dass e von x innerhalb von diesem Konvergenzradius gleich dieser Potenzreihe ist, also in der Summe, über irgendeinen Koeffizienten mal x hoch n. Zum Beispiel, wenn man cn gleich 1 hoch n fakultiert hat, ist das einfach die Exponentialfunktion.
Und das Interessante ist jetzt, wenn wir jetzt eine Funktion haben, die gegen 0 geht, dann kann man diese Funktion f in das g einsetzen und kriegt dann eben diese Potenzreihe, also g von f mit x ist dann diese Potenzreihe. Und diese Potenzreihe hier, die kann man dann aufwalten. Da kann man den ersten, kann man praktisch den Fall n gleich 0 kann man rausziehen, das ist dann, steht ja einfach nur c0, also der erste Koeffizient, plus f von x mal die Potenzreihe, die man bekommt, wenn man praktisch die Restliste benutzt. Also wenn man den ersten Koeffizient ignoriert und nur die restlichen Koeffizienten benutzt. Oder anders ausgedrückt, wenn man es wieder so Haskell-artig hinschreibt, wenn das hier die Koeffizientenliste ist, also wieder eine unendliche Liste, dann nimmt man einfach als Expansion davon die Konstante c, das ist der erste Koeffizient, und dann noch xs, also die Expansion von dem f von x, mal das eingesetzte xs eingesetzt in die restlichen Koeffizienten. Also sicher einfach die Korrespondenz von dieser Gleichung hier zu dieser Gleichung. Damit kann man praktisch jetzt was haben, dass wenn ich jetzt irgendwie ich habe eine Expansion für f und ich will jetzt eine Expansion haben für e hoch f. Dann kann ich einfach das f in die Potenzreihe von der Exponentialfunktion einsetzen, genau mit dieser Gleichung hier, und dann habe ich eine Expansion für e hoch f. So, und warum brauchen wir das? Wir brauchen das zum Beispiel eben, wie gesagt, für die Exponentialfunktion, wenn ich die Exponentialfunktion bei 0 ausrechnen will. Oder man braucht das, wenn man multiplikative Inverse berechnen will. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Potenzreihe durch die andere teilen will, dann kann ich das machen, indem ich erstmal 1 durch den Nenner berechne. Und das machen wir hier. Also wenn wir jetzt eine Funktion haben, von der wir jetzt mal annehmen, dass der führende, dass die Expansion hat, die ein führender Koeffizient ungleich 0 ist. Dann können wir die nehmen und können die erstmal, also dann haben wir praktisch das hier, also f ist asymptotisch gleich c mal x und e. Das ist dieser führende Term plus noch irgendein Restterm g von x. Und das können wir dann umschreiben, indem wir das c x und e ausklammern zu c x und e mal das hier. Und dann können wir daraus folgern, dass f auf minus 1 von x, also das minus 1, das heißt jetzt multiplikatives Inverse, also 1 geteilt durch f von x, so ist damit gemeint, ist gleich dieses c minus 1 mal x hoch minus e mal dieses Ding hier, und das sollte dann hoch minus 1 sein. Und das können wir jetzt ausrechnen, denn in der geometrischen Reihe können wir das hier einfach als Potenzreihe nehmen. Ja? Dann haben wir. Okay, ich habe jetzt hier was vergessen, aber egal. Also im Prinzip, da können wir einfach schreiben, das Inverse von dieser Expansion ist gleich das Skalieren mit c hoch minus 1 und minus e. Und setzen das xs, da fehlt noch ein Scale mit dem hier, das sollte noch hier dran sein. Das setzen wir ein in diese Potenzreihe 1 minus 1, 1 minus 1, was genau diese hier ist. Und dann haben wir schon das Inverse. Also das heißt, jetzt können wir die Dinge auch miteinander teilen. Also das ist jetzt nicht so wichtig, dass ich das alles im Detail verstehe, aber nur so, dass man mal gesehen hat, wie das ungefähr funktioniert. Stopp! Ja. So, wie gesagt, das Problem haben wir noch ein bisschen mit dem Logarithmus in der Exponentialfunktion. Was wir damit machen, das werde ich jetzt hier nicht im Detail erklären, weil das ein bisschen kompliziert ist. Aber die grundlegende Idee ist, dass man praktisch noch zusätzliche, dass man nicht nur nach x expandiert, sondern dass man auch noch nach zusätzlichen Sachen expandieren kann. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt i hoch x plus x in x habe, dann habe ich halt nicht nur x oder irgendwas auf der rechten Seite stehen in den Termen, sondern ich habe hier noch als zusätzliche Basiselemente e hoch x und lnx und darf die auch verwenden als Parameter. Und dann kann ich das hier hinschreiben als 1 mal e hoch x hoch 1, x hoch 0, lnx hoch 0, das ist praktisch dieser Term hier, plus 1 mal das hier, was diesem Term entspricht. Und das Wichtige ist bloß, also das ist jetzt eben hier in dem Fall meine Basis, das Wichtige ist halt, dass die praktisch absteigen sortiert ist nach Wachstum. Also das e hoch x wächst viel schneller als das x und das x wächst viel schneller als das lnx. Also ich erkläre mal nicht genau, was das bedeutet, viel schneller wachsen als, aber die Idee ist im Prinzip, wenn ich jetzt hier einen Exponenten habe, der größer ist als dieser Exponent, dann wächst das Ding hier auf jeden Fall über alle Grenzen hinaus, weil dieses Ding hier, das heißt, ich kann das hier komplett vernachlässigen. Völlig egal, wie die anderen Exponenten sind. Genau, ja, ja. Ja. Also im Prinzip dieser Exponent hier, wenn ich zwei Terme vergleiche hier, und der erste Exponent ist größer als dieser erste Exponent, dann ist es vollkommen egal, was diese Exponente hinten für Werte haben für das Wachstum. Also kannst du einfach lexikografisch vergleichen. Genau, das ist einfach im Prinzip eine lexikografische Ordnung. Okay. Ich werde, wie gesagt, nicht genau erklären, was die Kriterien dafür sind, aber das kann man so machen. Und als alternative Sichtweise kann man sich das vorstellen als, also vorher hatte ich als Koeffizient immer eine reelle Zahl. Und jetzt kann man sich das vorstellen als, ich habe wieder so eine Expansion wie vorher, also so eine ganz einfache. Aber jetzt lasse ich als Funktion, als Koeffizient nicht nur reelle Zahlen zu, sondern ich lasse beliebige Funktionen zu, mit der Beschränkung, dass ich diese Funktion wiederum expandieren kann bezüglich einer kleineren Basis. Also praktisch hier, wenn ich jetzt diese Basis hier habe, e hoch x, x, ln x,
dann wäre jetzt hier der Koeffizient, wäre praktisch 1 mal dieses Ding hier. Und hier wäre der Koeffizient x, also hier, das wäre praktisch der Koeffizient 1. Und hier wäre der Koeffizient x mal ln x. Aber das x mal ln x kann ich wiederum expandieren bezüglich der Basis x ln x. Und dann wäre bezüglich dieser Basis wäre dann der Koeffizient hiervon einfach ln x. Und das ln x kann ich wiederum expandieren bezüglich der Basis ln x. Und da ist der Koeffizient dann einfach 1. Also man hat im Prinzip so eine Art Hierarchie, die man jetzt so hinabsteigen kann. Und ja, also im Prinzip, ja genau, die Fische jetzt hier als, ja, also die Koeffizienten bin ich, die sind, wir sehen eine Expansion mit Funktionen, also die bezüglich der Basis BS sind Funktionen, die ich dann wiederum bezüglich der kleineren Basis expandieren kann. Und genau, Haskell-artig hingeschrieben, das ist vielleicht ein bisschen komplizierter zu lesen, aber da ist dann die Idee, dass man auf dieser Seite eine Basis ist, im Prinzip eine Liste von Funktionen, von reellen Funktionen, mit der Eigenschaft, die jetzt hier nicht drinsteht, dass sie halt von Wachstum her absteigend sortiert sind. Und dann kann man hier so PLT-mäßig sich hinschreiben, was eine Expansion ist, nämlich eine Expansion ist etwas, das also eine feste Basis hat. Und entweder habe ich praktisch die leere Liste als Basis, dann ist der Koeffizient einfach eine reelle Zahl. Oder aber ich habe die Basis BBS, dann ist es einfach eine Liste von Koeffizienten und Exponenten, wobei der Koeffizient eine Expansion bezüglich der kleineren Basis ist. Ja. Und so kann man sich das so ja, das ist halt praktisch wie so eine Art, also im Prinzip ist es wie so eine Art Baum. Man hat so eine Liste mit ganz vielen Einträgen und jeder Eintrag ist praktisch wieder eine potenziell unendlich lange Liste von so Einträgen und jeder Koeffizient davon ist wieder eine Liste von potenziell unendlich vielen Einträgen und so weiter und so fort. Das ist das, was man da konzeptionell hat. Und die Additionsfunktion sieht wieder sehr ähnlich aus. Also wenn ich jetzt einfach zwei Konstanten habe, zwei reelle Zahlen, kann ich die einfach direkt addieren. Und ansonsten, wenn ich was Zusammengesetztes habe, dann habe ich eben genau das gleiche wie vorher, dann habe ich im Prinzip zwei Listen, die ich mergen muss. Und der Unterschied ist halt jetzt hier, dass ich diese Addition hier von den Koeffizienten, das ist praktisch dieses Plus hier, das ist ein rekursiver Aufruf von dieser Funktion hier wieder. Weil das ja jetzt praktisch ein hierarchischer Datentyp ist. Ja. Also wie gesagt, alles sind teils nicht so wahnsinnig wichtig, aber. Das ist alles Co-Datentypen. Genau, das sind alles. Also in dieser Welt sieht es ein bisschen komplizierter aus. Da ist es im Prinzip ein. Da verwende ich Lazy Lists und da habe ich diese Rekursion in den Datentypen habe ich nicht in einem Datentyp modelliert, sondern da gehe ich über Typklassen, weil das den Vorteil hat, dass die Termination viel einfacher zu beweisen ist. Also wenn ich das so als wenn ich diese Funktion hier zum Beispiel so hinschreiben will als Funktion oder als korrekursive Funktion in Isabel, dann wird das unglaublich ekelhaft, weil ich da irgendwie nested Mutual Recursion habe und dann irgendwie noch Termination beweisen muss und Parameter zitiert und ich weiß nicht was noch alles. Und das ist einfacher, wenn ich die Rekursion dann noch in Typklassen verstecke. Aber das sind jetzt so Details, die hier nicht so relevant sind. Also das Data ist Co-Data und das da unten ist Co-Rec. Ist das gemischt? Ist das nach Bedarf? Ich glaube, man muss das irgendwie mischen. Also das hier ist tatsächlich eine Funktion, also eine rekursive Funktion und dieses Add hier ist eine co-rekursive Funktion. Und die rufen sich ja gegenseitig so mutual recursive auf. Und das führt zu ziemlichen Problemen. Also ich glaube, ich muss das dann irgendwie durch eine nested recursion kodieren. Und dann hatte ich da irgendwie Probleme, also das habe ich dann zwar gezeigt bekommen, aber die Beweise waren teilweise ziemlich ekelhaft, da gibt es auch ein Viertel auf der Mailingliste dazu. Und ich habe dann habe ich dann entschieden, dass ich mir das nicht antun will, weil das zu kompliziert wird. Also es ist selbst zu, dass die Beweise teilweise extrem kompliziert sind, weil diese ganzen Koinduktionssachen ziemlich schwierig zu benutzen sind. Eine Frage noch zur VARs. Ja. Müssen das echte Listen sein oder glaubst du? Das müssen wirklich endliche Listen sein, ja. Aber das liegt auch einfach daran, dass man, glaube ich, in der Praxis einfach immer nur endlich viele braucht. Also ich weiß nicht, ob das auch nicht funktionieren würde. Ja, ich glaube, meine Frage war auch gar nicht ungestellt, wenn man fragt. So, der Name Basis, hat das jetzt was mit Vektorräumen zu tun? Nein, das ist auch nicht. Gar nichts. Also, das ist ein funktionaler Analysis getrieben über irgendwelche Basis. Also ich glaube, man kann das alles sehr viel mathematisch aufziehen. Als ich das gemacht habe, natürlich, ich verstehe das. Ich verstehe das alles nicht, weil ich mich da nicht auskenne. Also ich glaube, man braucht da irgendwie jetzt das Differential, Differential Algebra oder irgendwas. Da merkt man dafür, glaube ich, irgendwer, aber damit kenne ich überhaupt nicht aus. Also es gibt da noch den Begriff von Hardy Fields und das führt alles nicht. Ich gebe mal ein paar Referenzen an, aber also ich habe das in dieser Welt alles sehr, sehr wenig abstrakt gehalten, sehr konkret, weil ich dann irgendwann auch einfach nicht die notwendigen Kenntnisse dafür habe.
Also ich habe einen sehr pragmatischen Ansatz, den ich selber gewählt habe, das zu verifizieren, sehr wichtig. Das ist etwas Praktisches nachher rauskommen. Genau, ja. Genau, das ist der Punkt. Also es gibt da einen, der auf dem Gebiet recht aktiv ist, den Joris van der Hoeven, den ich nächstes Mal auch in Paris besuchen werde, deswegen. Und der hat irgendwie seine Doktorarbeit geschrieben über eine noch etwas algebraischere, abstraktere Art, das alles hier aufzuziehen. Und die ist irgendwie so, ich glaube, ich bin irgendwann die 400 Seiten oder sowas. Also es ist irgendwie ein Riesenschinken gewesen. Und ich verstehe das alles vorne und hinten nicht. Also ich habe mir wirklich Mühe, irgendwas möglichst konkret und wenig abstrakt zu machen. Weil man da sonst gleich 500 ins Tausend zu kommen. Ich mache jetzt mal weiter. Okay, also wie gesagt, Exponentialfunktion oder Logarithmus ist nochmal viel, viel komplizierter. Weil da hat man das Problem, dass man dann teilweise, also ich habe es ja vorher gezeigt, dass man dann auf einmal e hoch x als Basiselement braucht oder ln x als Basiselement braucht. Man muss praktisch, während man diesen ganzen Algorithmus macht, on the fly entscheiden, wie man seine Basis jetzt erweitert. Und das macht es sehr kompliziert. Oder man muss teilweise die Expansion, die man schon berechnet hat, anschauen und dann entscheiden, was man da gerade hat, ob es gegen 0 geht oder gegen unendlich. Und das ist irgendwie etwas aufwendig. Deswegen ist es für uns nicht zu weit. Aber also im Prinzip, jetzt wo wir das hier alles haben, können wir im Prinzip schon mal beliebig Funktionen mit plus minus mal geteilt Potenz, Exponentialfunktion, Logarithmus analysieren, können wir dafür den Grenzwert bestimmen. Das ist schon mal prima. Verwendest du für dieses nachträgliche Umschreiben der Continuations? Nein. Das heißt, also, ich entscheide mich auch nicht nachträglich um. Du schaust intern rein, entscheidest dich aufgrund dieser Informationen dann. Genau, ja. Man kann auch noch Minimum, Maximum Betrag hinzufügen, recht einfach. Und Sinus, Cosinus, Tangens kann man auch hinzufügen, solange das Argument davon gegen den endlichen Wert geht. Also wenn es gegen unendlich geht, hat man so Oszillationen. Das kann man mit dem Ansatz überhaupt nicht betrachten. Wenn man das machen will, wird es nochmal viel komplizierter. Aber so einen endlichen Punkt geht das schon mal. Und mit ein bisschen mehr Aufwand kann man dann auch noch so Sachen wie Arcos-Tangens, Fakultät, harmonische Zahlen, Gamma-Funktionen, Error-Function und alles Mögliche hinzufügen. Also das ist relativ flexibel, aber hier wird es dann teilweise ein bisschen... wird es noch deutlich komplizierter. Also I und V? Das ist das Exponentialintegral und das logarithmische Integral. Das Ding jetzt zum Beispiel ist bekannt dafür, dass es beim Prime Number Theorem vorkommt. Also muss ich auch etwas wieder Quatsch erzählen. Die n-te Primzahl, glaube ich, ist irgendwie. War das die n-te Primzahl oder war es die Primzahl bis n? Also eins von beiden ist irgendwie ungefähr verteilt wie Li. Ja, also relativ genau. Das ist bekannt. Also jedenfalls, man kann diesen Ansatz habe ich so ein bisschen rudimentär implementiert, also Arcos-Tangens habe ich so rudimentär, Gamma-Funktionen und Fakultät habe ich auch so rudimentär implementiert. Das wird aber teilweise sehr viel Aufwand und da stoße ich auch so ein bisschen an die Performance-Grenzen dann von dem Ganzen. Aber so das hier oben ist also auch kein Problem. Wurde gemerkt, also natürlich Mathematiker und die ganzen CRS, die haben mit denen auch kein Problem. Also das ist wirklich ein Problem von meiner konkreten Implementierung, Isabel, dass das dann so performanceaufwendig wird. Wie funktioniert es jetzt in Isabel konkret? Also in Isabel fange ich an, ich habe einen Funktionsterm vom Typ real nach real. Das ist halt eben so ein Lambda-Term, sowas wie Lambda x hoch 2 oder sowas. Und den reifiziere ich dann erstmal, das heißt, ich schaue mir den irgendwie an und wandle den um in den Datentypen in ML, der mir halt eben so diese Expression-Struktur widerspiegelt. Und dann habe ich eine rekursive Funktion, die im Prinzip einfach den so absteigt nach und nach in die Subterme und da Expansionen für die Subterme baut und die dann zusammenmatscht zur Expansion für den größeren Term und so weiter und so fort. Du brauchst also wirklich einen Funktionsterm für die Funktion, ne? Du brauchst wirklich einen Term für die Funktion. Ja, wäre der erste Schritt funktioniert. Was wäre die Alternative? Ja, die gibt es nicht wirklich, aber du könntest auch sagen, gut, ich habe halt irgendwie Blackbox, die mir meine Funktion verändert. Also, das muss man wirklich Syntax Directed machen. Ja, praktisch. Genau. Was auch so ein bisschen fieses dabei ist, eben, dass man teilweise an einen Punktestück kommt, wo man feststellt, okay, ich brauche zusätzliche Basiselemente. Also ich muss jetzt irgendwie noch LNX in meine Basis hinzufügen und E oder E auch jetzt in meine Basis hinzufügen. Und dann muss man an der Stelle auch entscheiden, an welcher Stelle muss ich es überhaupt in meine Basis hinzufügen. Das muss ja eine sortierte Liste sein. Das ist auch schon nicht so ganz einfach. Und dann hat man das Problem, dass man alle Theoremen, alle Expansionen, die man schon berechnet hat, muss man praktisch liften auf die neue Basis, wenn man das hinzufügt. Also das ist ziemlich kompliziert. Also da muss man sehr, sehr aufpassen, dass man sich so eine Invariante nicht kaputt macht dabei. Brauchst du noch verrücktere Basiselemente als e hoch x? Ja, auf jeden Fall. Was zum Beispiel? Das ist alles möglich. Also x hoch x kann auftauchen, Gamma von x kann auftauchen im Prinzip. Also das ist halt im Prinzip, im Prinzip man hat immer das Problem, wenn man irgendwas hat, was
Also wenn man jetzt sich, wenn man sich die bisherigen Basiselemente anschaut und dann sozusagen den Abschluss davon bildet bezüglich Exponentiation, und man hat jetzt irgendein neues Element, was da nicht drin ist, dann muss man das als Basiselement hinzufügen. Man kann teilweise so ein bisschen variieren, aber im Großen und Ganzen können diese Basiselemente beliebig verrückt aussehen. Das, was es auch nur unangenehm macht, mit denen zu rechnen. Aber in den meisten Fällen kommen schon relativ nette Sachen dabei raus. Zumindest bei den Beispielen, die ich jetzt ausprobiert habe. Also wenn man die Gamma-Funktion dazu nimmt, dann, das ist auch eines der Probleme, warum es so langsam ist, wenn man die Gamma-Funktion dazu nimmt, dann werden die Basiselemente teilweise ziemlich unangenehm. Und das ist auch so ein bisschen eine Kunst, wie man diese Basiselemente wählt. Also ich hatte gesagt, man hat so gewisse Freiheiten. Und je nachdem, wie man diese Freiheiten nutzt, kann es teilweise sein, dass der Algorithmus viel, viel langsamer wird. Also das ist auch was, was ich noch nicht so ganz verstanden habe. Genau, aber was ich auch noch bauen musste, war so eine Haskell-artige Lazy-Auswertungs-Engine. Also das ist so ein bisschen das Problem, dass es in Isabel keinen wirklichen Mechanismus gibt, zu sagen, ich habe irgendwie so einen Term, der irgendwie konzeptionell halt irgendwie irgendwas Lazy-artiges ist. Also ich kann ihn nicht einfach mal komplett normalisieren, weil der theoretisch unendlich groß werden kann, wenn ich ihn normalisiere. Sowas wie eine unendliche Liste. Und ich will jetzt irgendwie bloß, sagen wir mal, das erste Element von dieser Liste. Also ich will das praktisch so lange auswerten, bis ich das erste Element von der Liste erkennen kann. Das brauche ich zum Beispiel, wenn ich habe vorher angenommen, dass ich meine Expansion, dass das erste Element ungleich 0 ist. Um das zu machen, muss ich halt im Prinzip das erste Element bestimmen, muss schauen, ist es gleich 0, wenn ja, muss ich es wegwerfen und nochmal weiter rekursiv normalisieren. Dafür brauche ich jetzt eine Art Auswertungs-Engine, die genau das macht. Und das ist so auch eine WLS-Haben-Rechnung. Ja, das ist das nächste Problem. Also Mathematiker und so weiter, die haben halt dafür einfach eingebaute Mechanismen, um zu prüfen, ob irgendein Ausdruck gleich 0 ist oder ungleich 0 ist, ja. Was aber effektiv auch nur eine Heuristik ist. Also das heißt, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber meines Wissens ist es so, dass sie einfach probieren zu zeigen, dass es 0 ist, und wenn sie es nicht zeigen können, dann gehen sie davon aus, dass es ungleich 0, was auch mal zu Fehlern führen kann. Ja. Was ich immer wieder mache, ist, ich versuche einfach den Isabel Simplifier auf die Beweisapplikation gleich 0 und ungleich 0 draufzuwerfen und schaue, ob es lösen kann. Und in den meisten Fällen ist es halt so, dass es lösen kann, und wenn es nicht lösen kann, dann gibt es halt einen Fehler. Okay. Und dann muss der Benutzer halt irgendwie noch mehr Lemmas reinstecken, bis es halt wieder das Simplifier gezeigt bekommt. Ja. Das funktioniert erstaunlich gut. Also ich habe bisher eigentlich keinen Fall gefunden, wo das nicht mit hinreichend sinnvollen Fakten das Simplifier hinbekommen hat. Also das ist so eine praktische Beobachtung, ist halt die meisten Beweisapplikationen, die man in der Praxis rausbekommt, sind relativ einfach. Also es ist wirklich in den meisten Fällen sowas wie 1 gleich 0 oder sowas. Und aber natürlich in der Praxis ist das, in beliebiger Allgemeinheit ist dieses Problem unentscheidbar. Und selbst für relativ einfache Fälle mit plus minus mal geteilt Exponentialfunktionen ist es so, dass es einfach überhaupt nicht bekannt ist, bis entscheidbar ist, meines Wissens. Also es gibt da so ein paar Ansätze, um das in gewissen Spezialfällen zu machen, aber das ist immer noch ein bisschen ungeklärt. Das heißt, das ist kein einfaches Problem. Also im Prinzip, was ich hier gebaut habe, ich habe ein System gebaut, in dem ich sage, ich habe hier ein Pattern, und jetzt sagen wir mal, ob dieses Pattern auf diesen Term matcht, wenn ich den hinreichend oft vereinfache. Und wenn ja, wie dann die Bindings von den Variablen entsprechend sind. Und insbesondere alles, was du machst, musst du mir rechtfertigen, indem du mir eine Gleichung beweist, die genau das aussagt. Ja. Und dann sind da noch ganz, ganz viele technische Details und Optimierungen drin, die ich jetzt hier alle verschweige, weil das viel zu weit führen würde. Aber das Wichtige ist ja, wie gesagt, ich kann nicht einfach so wie Mathematiker einfach irgendwie rechnen und dann ein Ergebnis ausspucken, sondern ich muss wirklich alles, was ich mache, beweisen im Hintergrund. Ich muss also immer Theoreme mitführen, die alles, was ich mache, rechtfertigen. Und das macht das alles natürlich viel komplizierter und noch langsamer. Im Endeffekt sind das so 5000 Zeilen Isabel-Code. Das sind hauptsächlich Definitionen und Beweise, die im Prinzip zeigen, dass die ganzen Konstruktionen, also diese Funktionen, die ich da vorher gezeigt habe, dass die alles Richtige machen. Und etwa 3000 Zeilen im L-Code. Das ist größtenteils so dieses Reifikationszeug und das Bauen und Zusammenstöpseln von Theoremen. Und das ist auch nicht ganz unaufwendig. Mit Isabel meinst du Hole-Spezifikationen, Definitionen und Beweise? Ja, genau. Also, Isabel, ja. Und das ML, das ist ja jetzt nicht in Isabel drin? Doch. Das ist ja alles Isabel. Okay, aber ist das im L auch wiederum verifiziert? Das ist das auch nicht so? Genau. Der ML-Code, der ist im Prinzip, der ist nicht verifiziert, aber der ist auch nicht trusted. Ne? Okay. Also das muss alles immer noch durch den Isabel-Kernel durch. Ja. Und der ML-Code ist praktisch nur dafür zuständig, Theoreme richtig zusammenzustöpseln. Ja. Und wenn ich da irgendwas falsch mache, also ich habe da regelmäßig gesagt falsch gemacht, dann fliegt mir das einfach um die Ohren zur Laufzeit. Dann kriege ich halt irgendwie den Fehler, ja, okay, du versuchst hier dieses Theorem das hier einzusetzen, aber das unifiziert nicht, also Fehler. Okay. Also das ist ja der Kontrollteil, das ist alles dann organisiert. Also ja. Deswegen heißt es auch ML, das ist die Meta-Language, wenn man also die Logik von außen sieht und dann die kontrolliert. Genau, also das hätte ich vielleicht auch noch erwähnen sollen, also das ist auch ein Punkt,
Ich hätte auch theoretisch den ganzen Algorithmus, den ich da habe, in Isabel Holl hinschreiben können und dann beweisen, dass sie irgendwie terminiert und das Richtige tut. Aber das wäre sehr viel aufwendiger gewesen, allein schon deswegen, weil ich, also mir ist nicht mal abstrakt auch klar, wieso das überhaupt funktioniert. Also das ist ein vollständiger Algorithmus, aber mir ist nicht klar, warum er vollständig ist. Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das muss ich mir genauer bei den Dingen erklären lassen. Ich habe halt im Prinzip nicht bewiesen, dass dieser Algorithmus sound oder vollständig ist, aber die Soundness habe ich halt im Prinzip dadurch, dass wenn ich was falsch mache, in die Ohren fliegt. Ja. Die Completeness, das ist halt im Prinzip die Gefahr des Benutzers, dass halt im Endeffekt, wenn er Pech hat, irgendwie eine Fehlermeldung oder eine Endlosschleife bekommt. Ja. Moment, also Completeness modulo die Entscheidbarkeit von diesen gleich Null. Ja, das sowieso, ja. Also das ist auch so die ganze Literatur über diese Algorithmen, nimmt immer an, dass sie irgendwie ein Orakel haben, um zu entscheiden, ob irgendwas gleich Null ist. Es ist übrigens noch viel schlimmer als das. Ja? Es reicht nicht aus zu entscheiden, ob eine reelle Zahl gleich Null oder ungleich Null ist. Ja. Man muss entscheiden können, ob eine beliebige reelle Funktion konstant gleich Null oder ungleich Null ist. Mhm. Was man zwar auf das andere Problem reduzieren kann, aber was auch nochmal von der Performance her und auch konzeptuell sehr, sehr schwierig ist. Also, aber das mache ich auch mit Simplifier, das funktioniert auch unglaublich gut aus dem Endpunkt. Genau, also was ich hier gemacht habe in dieser Welt, hat eigentlich theoretisch eine katastrophale Worst-Case-Laufzeit. Also diese Algorithmen, die ich vorher gezeigt habe, um Potenz reinzuadieren und multiplizieren und sowas, die sind extrem schlecht. Also es gibt da viel, viel bessere Algorithmen, insbesondere ist es so, dass man in den meisten Fällen als Exponenten nur ganze Zahlen hat und dann kann man viel, viel effizientere Sachen machen, als ich sicher gezeigt habe. Aber das ist halt nochmal komplizierter und es ist jetzt eigentlich schon kompliziert genug, was ich da gemacht habe, deswegen das habe ich mal alles außen vor gelassen. Und das Schöne ist, es funktioniert einfach trotzdem. Also alle Real World, in Anführungszeichen Beispiele, ich weiß nicht, ob man bei uns im Lehrstuhl von Real World sprechen kann, aber alle Beispiele, die ich irgendwie ausprobiert habe, waren eigentlich so, dass das halt irgendwie so in 0,1 Sekunden oder mal wenn es hochkommt, in 2 Sekunden durchgelaufen ist. Erst wenn ich, als ich dann die Gamma-Funktion reingenommen habe, waren es dann teilweise halt so 10 Sekunden oder sowas. Also das ist eigentlich immer noch so in dem Bereich, wo man sagt, das kann man vollkommen verantworten. Und insbesondere als Monsterbeispiel, was ich am Anfang gezeigt habe, das läuft problemlos durch in diese 0,6 Sekunden. Also ist überhaupt kein Problem. Und das ist insbesondere das, mit dem sich auch Mathematiker und Merkel total verschlucken. Also nicht, weil es so groß ist, sondern einfach als freie Variablen enthält, weil die halt nicht so gut damit umgehen können, während die Zettel halt überhaupt kein Problem mit freien Variablen. Das heißt, der Algorithmus selbst, der hat eigentlich kein Problem mit den freien Variablen, nur die Umsetzung in Mathematiker. Nein, also es kann halt sein, dass man muss ja, wie gesagt, teilweise entscheiden, ob Sachen irgendwie größer sind oder kleiner sind oder gleich null. Wenn man freie Variablen hat, dann kann es halt sein, dass man irgendwie Fahrunterscheidungen machen muss. Genau. Fahrunterscheidungen kann man Algorithmus nicht machen. Das heißt, wenn ich halt, also mein Algorithmus geht immer davon aus, dass praktisch jede Variable einen festen Wert hat, der unbekannt ist. Genau. Und der Benutzer muss halt dann entscheiden, beweisen, ob sie irgendwie größer oder kleiner ist oder gleich null ist. Ja. Und also wenn man diese Fahrunterscheidung braucht, dann muss man die praktisch noch eine Ebene höher machen, wie der Beweis. Also diese Beweisprozedur geht natürlich davon aus, alles hat irgendwie einen festen Wert, den man irgendwie beweisen kann. Mhm. Und, aber wie gesagt, in dem Beispiel ist der Umgezeigte, war es halt wirklich so, dass man eigentlich keine Fallbestellungen braucht. Also alle Fallbestellungen, die man machen muss, sind so, dass praktisch nur einer von den Zweigen überhaupt erreichbar ist. Ja. Und selbst das kriegen halt irgendwie Mathematiker mehr aus irgendwelchen Gründen nicht hin. Mhm. Also ich vermute, dass das Problem, dass das so ein Koordinationsproblem ist, dass einfach der... Also Mathematiker und Apple haben natürlich die Methoden, um zu zeigen, dass diese Dinge jeweils größer oder gleich Null sind oder sowas, aber irgendwie schafft es das Ding nicht, die halt richtig aufzurufen oder so. Also das passt einfach nicht so gut zusammen. Genau, und außerdem habe ich noch einen Bug gefunden in Maxima und SageMath, das sind einfach für eigenen Grenzwert ein falsches Ergebnis liefert. Also kommt da irgendwie 1 raus statt E. Und das war's ein Punkt, das ist dasselbe. Das ist übrigens auch dieser Bug war ein Beispiel für das Dominik Grund schon 1994 gefunden hat, wo halt irgendwie 5 andere CISs den gleichen Fehler gemacht haben. Also das ist auch eigentlich ein bekanntes Problem offenbar. Was ist denn SageMath? Machst du jetzt eigentlich? Sage ist doch so eine Sammlung von allen möglichen, oder? Ja, das sind ja alle CIS, oder? Alle Computer-Eigenbau-Systeme sind eine Sammlung von allen möglichen. Also. Aber kannst du es erklären? Ist das noch eine ganz eigene Tradition, dieses SageMath? Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Also es ist halt irgendwie so ein Python-Programm, so Open Source. Aber da steckt auch wieder Maxima dahinter. Tut es? Nicht bei allem. Also es hat halt auch noch also, so die einigen eigenen Teilweise steckt ungefähr alles dahinter. Vor allem ist Sage auch riesig groß und kann alles Mögliche. Ich kann mich erinnern, dass ich mal versucht habe zu kompilieren und dann ist mein Laptop hat sich runtergefahren, weil er zu heiß geworden ist. Ja, niemand kann sich kompilieren. Du musst dieses 2 GB Tarball einfach nehmen. Also ich glaube, was Sage auch irgendwie gebracht hat, ich glaube, die waren eine der ersten, die dieses Worksheet-Dings
hatten, mhm. also eines der ersten, ich weiß nicht, ob Mathematiker das vielleicht vorher hatte, aber kann man damit auf eine Website. Also Mathematiker hat ja das Prinzip eingeführt. Also ja, aber manche, also als Open Source Produkt halt. Ja, genau. Also, man, konnte man irgendwie so, ja. so irgendwie welche Sci-Fi-Sachen einbinden, also irgendwelche Graphen malen, so sind irgendwelche alle möglichen Open Source Bibliotheken. Ich glaube, was die gemacht haben zuerst, war irgendwie alle möglichen freien Python-Sachen zu nehmen und die zu irgendeinem Paket zu bündeln, was man irgendwie benutzen kann. Also das ist auch mein Eindruck. Also Sage ist irgendwie so eine Meta-Umgebung, die alles bündelt, was so existiert. Also hat man sozusagen diese schwarzen Löcher, alles nochmal gebündelt auf eine obskure Weise. Ja gut, aber Sie haben da schon irgendwie so ein einheitliches Konzept von Termen und von Funktionen und sowas. Also okay, ja. Also, wie gesagt, ich kenne mich mit diesem System nicht so wirklich aus. Ich habe im Prinzip einfach bloß so alle Computer-Algebra-Systeme, die ich gefunden habe, genommen und mal ausprobiert, dass die so ausgeben auf meinen Beispielen. Und genau, das habe ich ja vergessen zu erwähnen. Also Mathematiker und Mädels sind natürlich mehr oder weniger ungeschlagen. Also die können alles, was ich machen kann, noch viel, viel mehr und noch schneller. Und bis auf das Beispiel. Ja, stimmt, bis auf die freien Variablen. Ja, das stimmt. Ich habe auch die SymPy und Sage und Maxima ausprobiert. Und da ist es so, dass die teilweise schon mit Sachen überfordert sind, mit denen jetzt meine Internet-Implementierung überhaupt keine Probleme hat. Also gerade so einfach, selbst so einfach sagen, wie Minimum und Maximum, das überfordert die teilweise schon in Grenzwerten. Genau, dann wollte ich noch kurz eine Demo zeigen, also bloß damit man mal ein bisschen selber aussieht. Ja, es kann doch alles sein. Ihr wisst nicht, was ich da alles importiere. Das kann ja wie gesagt. Naja, Import 1 gleich 0. Import von Size 32. Ja, das ist der Geist. Import Grenzwertberechnung, Bibliothek. Reicht das? Ja. Genau, also ich habe ja dieses xBlockLimit-Kommando, das ist im Prinzip nur ein diagnostisches Kommando, also damit kann ich mir den Grenzwert für x unendlich ausrechnen. Also das wird dann hier ausgegeben, also zum Beispiel der Grenzwert von diesem Ding hier ist 1. Unendlich. Aber das richtig interessante ist das hier jetzt eben. Also hier kann man zum Beispiel, hier sieht man schon mal, da ist schon mal eine freie Variable drin, nämlich dieses c, also wenn c kleiner 0 ist, dann ist e hoch cx geht dann gegen 0. Top heißt im Prinzip für x gegen unendlich. Und das kann ich ja noch zeigen mit bei xblock ist ein das geht also automatisch. Aber das ist ein richtiger Beweis drin oder ist irgendwas mit Evaluation? Nee, das ist nicht eine Reflection. Das ist alles, das geht alles im Prinzip über den Ziel frei. Also das ist hier John Harrison Mode. Genau, ja. Das könnte wohl light sein, das Ganze. Das ist richtig, ja. Das ist auch ungefähr so lesbar wie Hohlight. Die Limitierung davon. Das ist jetzt ein Insider-Witz für Leute, die Hohlight-Beweise kennen. Also, ich sage immer, Hohlight-Beweise sind so write-only. Also für alle anderen kann man sich das vorstellen, das ist das Assembler von Beweissprachen. Weil nett, dass du nicht falsch gesagt hast. Voll ist ja schlimmer als Assembler. Alter! Das ist ein schönes Beispiel. Ja, das ist was, was ich mal als nicht trivial bezeichnen würde. Also das Real hier, das ist nur eine Conversion von natürlichen Zahlen zu reellen Zahlen. Das könnte man ignorieren. Also im Prinzip steht hier 1 plus 1 durch n hoch n geht gegen e. Mhm. Und das geht auch ein bisschen automatisch. Ja. Und das ist auch, also ich meine, das ist wirklich ein sehr einfaches Beispiel, also das ist auch, alles was jetzt hier so ist, das geht so schnell durch, dass ich nicht mal die Zeit messen kann, wie das braucht. Das wird jetzt ab einer Millisekunde angezeigt, die Zeit. Okay. Du kennst das Hovering, du kannst mit Control da drauf hovern und dann wird für das Kommando die Zeit angezeigt. Okay. Das hab ich halt dann, oder? Hab ich halt gemacht. Hast du gemacht? Ja, okay. Ja, ich wusste nicht, ob du es kennst, das war zu schnell für mich. Okay. Hier kann man so ein bisschen allgemeiner zeigen, im Prinzip das 1 plus y durch x, also für ein festes y wieder, das ist auch wieder eine freie Variable, hoch x, also dieses Power hier, das ist praktisch Potenz auf reellen Zahlen, das ist so ein bisschen, das ist halt gegen i hoch y wieder, also das ist eine Potenzialdarstellung für die Exponentialfunktion. Und da ist es jetzt wirklich so, dass man, ich kann jetzt mal kurz zeigen, was passiert, also wenn man jetzt hier einfach nur dieses xblock asymptotics aufruft, dann schlägt das einfach fehl. Okay. Ich glaube, ich habe hier irgendwie so ein. Das ist schon wieder zu lange her. Ich glaube, ich habe hier so einen Verbose-Modus. Der im Prinzip, ja genau. Wenn man den anmacht, dann sagt er einem hier im Prinzip, dass er eben versucht hat, zu entscheiden, ob y gleich 0 ist oder nicht. Und er hat es nicht geschafft. Und deswegen
hat er dieses fehlgeschlagen. Ja. Und wenn man dann eben diese Fallentscheidung per Hand macht, ist Y gleich 0 oder nicht, dann ist, also ich meine, der Fall, dass es gleich 0 ist, ist sowieso trivial, weil steht ja noch irgendwie das 1 gegen das 1 gegen der 1 gegen im Prinzip. Und in dem Fall, dass es ungleich 0 ist, kann man einfach wieder Perfect anrufen und es geht dann wieder automatisch. Mhm. Also das ist also nur häufig, dass man dann einfach, wenn es fehlschlägt, irgendwie schaut, was kaputt geht und dann das so lange so funktioniert. Das ist natürlich ein sehr interessantes Beispiel jetzt, ne? Weil, also ich weiß leider jetzt gar nicht auswendig, aber mich interessiert, wie der normale aufgeschriebene mathematische Beweis davon ist, oder explizite Beweis ohne Algorithmen und so weiter, und ob der auch eine Fallunterscheidung braucht, dass Y gleich 0 ist oder ungleich 0 ist. Ich glaube nicht. Also auch ich bräuchte diese Fallunterscheidung wahrscheinlich gar nicht, nicht sicher. Also ich glaube, dass diese Fallunterscheidung wirklich eher so ein Artefakt von dem Algorithmus ist, jetzt wirklich. Also das bin ich nicht ganz sicher. Ja, also was ja auch noch interessant ist, also ich habe hier noch ganz viele Pre-Processing rumgebaut. Also das ist euch vielleicht nicht aufgefallen, aber das hier ist tatsächlich also normalerweise habe ich immer Funktionen von reelle Zahlen in reelle Zahlen. Mhm. Und das hier zum Beispiel ist eine Funktion von natürlichen Zahlen in reelle Zahlen. Also das ist vom Typ her was anderes in dieser Welt. Und das funktioniert trotzdem, weil ich hier noch ein bisschen Pre-Processing eingebaut habe, um das zu verstecken. Und hier unten, das ist auch noch eine ganz andere Aussage. Was hier im Prinzip steht, ist einfach, dass x kleiner als x Quadrat ist für genügend große x. Und auch das kann er automatisch zeigen mit S&TOP-X. Was ist dieses S&TOP? S&TOP ist, das ist so ein bisschen, in dieser Welt werden so Sachen wie Grenzwerte und so topologische Sachen, also wie der Begriff von der Nachbarschaft von einem Punkt, mit also mit Filtern dargestellt. Also das ist was man in der, was man nicht in der Uni lernt, sondern also im Grundstudium. Aber in der Uni auch schon. Hashtag Brückenkurs in der Semester. Letzter Tag Brückenkurs, Ultrafilter von einem Film. Das ist sehr schön. Ja, ich habe von Ihnen noch nie gehört, außerhalb dieser Welt. Ich weiß, dass es das Konzept dann außerhalb dieser Welt gibt, aber ich habe es direkt im ersten Mal gesehen. Und das Schöne ist halt, dass man damit sehr, sehr viele so topologische Sachen und Grenzwerte sehr allgemein hinschreiben kann. Weil sonst ist es halt so, dass man irgendwie eine Definition hat, was heißt es, wenn das gegen unendlich geht, was heißt es, wenn das gegen eine Konstante geht und sowas. Und es geht auch noch darüber hinaus, zum Beispiel auch sowas wie dieses fast sicher in der Wahrscheinlichkeitstheorie, das ist auch ein Filter und so. Das ist in dieser Welt alles ein Konzept. Also gut, dass wir es gemacht haben, Brückenkurs. Genau, dieses S-Top, das ist praktisch der gegen unendlich Filter. Also das ist praktisch der Filter, der die Nachbarschaft von Plus unendlich ist. Ja. Und was das im Prinzip sagt, ist einfach, dass sozusagen diese Aussage hier in diesem Filter gilt. Also praktisch, wenn ich nah genug an unendlich rangehe, dann gilt diese Aussage immer. Aha, und was heißt dann das Eventually? Das Eventually ist praktisch eine, also das ist, also man kann sich vorstellen, wie eine Coercion von Aussage auf Filter. Also das ist im Prinzip nur, damit man es schön hinschreiben kann. Also das ist halt wirklich so, wie man es ausdrücken würde. Eventually gilt diese Aussage at top. Aber da oben war ja auch at top und da stand kein Eventually. Genau, das ist, was im Prinzip ein Grenzwert ist. Das ist hier ein Grenzwert. Und was für eine Aussage, die gilt. Und was für eine Aussage, die gilt. Und oben ein Grenzwert. Also das Ding ist im Prinzip definiert als, jetzt muss ich kurz überlegen, das war. Das heißt, ich glaube, das ist definiert als eventually ist der Wert dieser Funktion in einer Nachbarschaft von diesem Wert hier, wenn man nah genug an unendlich angeht. So ist der. Und kann man Grenzen bei dir extra grenzen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, der Grenzwert ist 17 für x und so, nein, das geht nicht. Weiß ich dann, ab welchem x ich höchstens. Okay. Ich wüsste auch nicht, wie das geht. Also ich glaube, da ist zu viel nicht konstruktives Zeug im Hintergrund, dass man da noch irgendwie Informationen rausziehen kann, was da genau Grenzen sind. Also das ist auch eine wichtige Bemerkung. Du hast die symbolische Terme für normale, klassische Mathematik, also mit reellen Zahlen und klassischer Logik. Der Algorithmus läuft über diesen Termen und die Logik dazu ist die normale Mathematik, klassische Mathematik. Ein Konstruktivist, der könnte ja diese Fallunterscheidung y gleich 0 da gar nicht. Ja, deswegen habe ich gefragt. Aber wo hast du sonst so klassische Mathematik drin? Das frage ich nicht. Das Problem ist, überall. Bisher sah eigentlich alles stimmt. Das Problem ist, wenn du kein Konstruktivist bist, dann weißt du das gar nicht. Ja, das ist wo du überall klassische Mathematik drin hast. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also bei den Tools überall. Was du sagst, der Simplify ist es einfach Simp oder Auto oder Simp hauptsächlich. Simp eigentlich nur. Aber selbst das macht ja schon klassische Sachen. Ja. Also so ist die Morgen oder so. Ja. Ich will auch nicht wissen, was die ganzen anderen Tools im Hintergrund machen. Also diese Datentyp-Pakete alle. Und das Koinduktionspaket, was das an die alles macht. Also
Ja, also sagen wir mal, also jetzt Co-Data oder Co-Rec könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass diese Fundierung, die mag ja klassisch sein, aber du kannst in dem, was rauskommt, kannst du einen gewissen Rahmen irgendwie eine Res abgeben, was ja die Cog-Leute und so weiter machen. Ja. Da könnte man sich noch, aber die ganzen anderen Tools, die sind alle völlig klassisch und da auch mit Hilbert Choice und so. Also da wird alles benutzt, was eigentlich möglich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass allein schon dieses Durchgehen und das Wegwerfen von Termin 0 sind, oder dass das auch schon ein Problem sein könnte. Weil ich brauche ja irgendwie teilweise diese Analyse, ob irgendwie eine, also wenn ich das Argument habe von der Exponentialfunktion, dann muss ich praktisch entscheiden, erstmal, ob das irgendwie gegen unendlich geht oder gegen 0 geht. Ja. Und da muss ich auch irgendwie eine Fallbeschreibung machen, ob der Exponent größer 0 ist oder kleiner 0 oder gleich 0. Ja, ja. Aber das könnte auch schon der klassische. Gut, aber wenn du halt beweisen kannst, dass der Exponent kleiner 0, gleich 0 oder größer 0 ist, ja, auch dann ist es okay, ja? Also wenn du das konstruktiv beweisen kannst. Also ich bin komplett konstruktiv überlegen, überhaupt nicht aus, leider. Genau, was man auch noch machen kann, ist Lambda-Symbole. Die habe ich auch mal eingeführt vor ein paar Jahren. Also da kann man auch jetzt eben so schöne Sachen zeigen wie, also wenn die C größer 1 ist und K gleich 0 ist, dann ist praktisch n hoch k immer Element klein O von C hoch n. Also das heißt praktisch, ein Polynom wächst immer weniger stark als als eine Exponentialfunktion. Das kann man auch einfach mit Exponentorics zeigen in der Tatsachen. Und schon ich noch ein interessantes Beispiel finde. Genau, das ist auch immer interessant. Also das hier ist jetzt, bisher hatten wir durch nur Grenzwerte für gegen unendlich, aber man kann auch sowas machen wie x Quadrat ist Element klein O von x für x gegen 0 von rechts in dem Bereich ist hier. Also wenn ich also man kann auch Grenzwerte haben, für die nicht gegen 0 gehen. Genau, das ist auch noch ganz interessant hier, also dass im Prinzip das Sinus von 1 durch x asymptotisch äquivalent ist zu 1 durch x, für x unendlich. Also das ist auch eine schöne Aussage. Okay, das wird jetzt ein bisschen technischer. Für x unendlich, hast du gesagt? Bitte? Für x unendlich, hast du gesagt? Ja. Oder anders ausgedrückt, dass das halt Sinus x asymptotisch äquivalent zu x ist. Ja, x eben, genau. Ja. Ich habe nur an das hier, weil wir keine Syntax dafür haben sonst. So. Genau, das hier ist das schöne Beispiel von dem Monsterbeispiel vom Anfang. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu lesen natürlich, aber ihr glaubt mir das einfach, wenn ich euch sage, das ist das Gleiche. Und dann, also ihr seht hier, wie gesagt, das sind also hier jetzt das x praktisch und hier sind noch vier freie Variablen drin, über die ich abstrahiere. Und dann kann man hier einfach zeigen, dass das der Fall ist und das funktioniert auch mit X-Block Asymptotics. Und also ich zeige hier insgesamt neun verschiedene Eigenschaften, das dauert irgendwie 1,5 Sekunden. Dafür, dass ich irgendwie am Anfang habe ich halt irgendwie 1000 Zeilen in Beweise dafür gebraucht und ich habe hier ein, zwei Wochen nicht dran gesessen und das geht alles automatisch. Genau. Was gibt es noch für schöne Beispiele? Also ich habe mir ja schon Internet auch kennt nach allen möglichen Grenzwertaufgaben von irgendwelchen Kursen, die ich gefunden habe. Und funktioniert eigentlich alles sehr gut. Was ich interessant finde. Also ich bin wirklich sehr begeistert, weil das echt cool ist. Also das Problem ist halt, also maximal kann man halt, oder den anderen Algorithmen halt nicht so ganz vertrauen. Ne? Also Pi mal Daumen ist schon gut und so, aber insbesondere wenn die anfangen, mich zu fragen, ob x positiv ist oder sowas, weiß ich gleich, dass ich nicht so unbedingt viel Wert auf das Ergebnis geben kann. Ne? Und hier einfach haben wir die Beweise und es funktioniert mit freien Variablen. Und wenn es stecken bleibt, dann ist es nicht Mist produzieren, sondern dann sagt es mir, hey, Beweis halt folgendes Lemma. Also das Problem mit freien Variablen ist so ein bisschen, dass das halt nur dann sinnvoll funktioniert, wenn die wenig Einfluss aufs Ergebnis haben. Also ja gut, sonst muss ich halt als kreativer Mathematiker quasi überlegen, ich meine, dann ist das Problem halt kompliziert. Dann muss ich halt rausfinden, für welche x die Aussage eigentlich gilt und ich muss halt verschiedene Fälle. Also kein, mit Kreativität mein Ding und dann aber die Einzelfälle wieder hier beweisen lassen. Also es kann auch theoretisch sein, dass mein Punkt ist, dass halt die Fallbeschreibungen ziemlich explodieren, wenn man das so naiv macht, wie ich jetzt hier. Also ja, okay. Aber ja. Ja, also ich habe jetzt noch so als Future Work noch, dass man vielleicht das noch ein bisschen tunen, dass es noch effizienter wird, aber ich meine, dadurch, dass es eigentlich für alle praktischen Beispiele, die ich jetzt rausgeholt habe, eigentlich eh schnell genug war, das ist jetzt kein so großes Problem. Dann wäre es noch schön, wenn es eben so für Gamma-Funktionen und harmonische Zahlen noch funktionieren würde, weil ich dafür ein paar Anwendungsfälle habe, wo das ganz nett wäre. Und irgendwas wollte ich noch machen, was ich sagen wollte. Ah ja, genau, ja, und ich,
diese Sachen mit den Fahrerbescheinigungen und sowas, das wäre vielleicht ganz schön, wenn man das ein bisschen nutzerfreundlicher machen würde. Aber das ist eigentlich schon, so auch schon recht benutzbar, denke ich. Und das werde ich auch mal die nächste AFP schieben. Ja. Gibt es noch Fragen? Also wie lange hast du dann gebraucht, um das ganze Tool zu bauen? Also angefangen damit, mich da einzulesen, habe ich glaube ich letzten September oder Oktober und so Ende 2016 war es dann schon so, also war das so ein Prototyp davon fertig, würde ich sagen. Und dann habe ich halt noch sehr viel ML-Code aufräumen, weil das am Anfang ziemlich ekelhaft war und dann hatte ich noch einige kleine Bugs drin. Musste mir ein Konzept überlegen, wie ich irgendwie so Safety-Checks einführe anstellen, die prüfen, ob gewisse Invarianten noch erfüllt sind oder nicht. Und wenn nicht, dass ich dann gleich früh den Fehler werfe und es nicht erst irgendwie viel später merke. Das ist halt ein großes Problem mit dem, dass man halt so einen riesigen Kontext an irgendwelchen Theoremen, die man mal irgendwann bewiesen hat. Und dann hat man zwischendurch halt irgendwelche Änderungen gemacht, wie halt neue Basiselementen hinzugefügt. Mhm. Und dann musste man halt das ganze Theorem praktisch mitliften. Und wenn man das nicht richtig gemacht hat, dann hat man es erst, war der Kontext irgendwie kaputt. Mhm. Und man hat es erst viel später gemerkt, so solche Sachen. Ja, und dann habe ich auch versucht, eben so Gamma-Funktionen hinzuzufügen. Und habe festgestellt, das ist alles sehr, sehr kompliziert. Und dann habe ich sehr, sehr viel prokrastiniert und nicht viel geschafft. Und dann hat sich das alles sehr in die Länge gezogen. Aber so die Hauptarbeit waren, glaube ich, so 3 Monate und dann kann man noch so viel aufräumen und polieren dazu. Mhm. Und so wirklich, so ganz fertig ist es natürlich immer noch nicht, aber es ist jetzt schon in ganz guten Zustand, denke ich. Ja, aber das, ich bin auch sehr begeistert. Ich schließe mich irgendwo an. Also das ist eine schöne Sache. Das. Ich habe noch eine Frage. Ja. Du hast ja am Anfang auch mal gesagt, bei anderen CRS-Systemen ist es auch blöd, dass man eventuell ein Ergebnis gibt, aber den Beweis nicht nachvollziehen kann. Also kein Beweis, den man nachvollziehen kann. Wie gut funktioniert das hier, wenn ich jetzt sage, ich möchte diesen Grenzwert berechnen? Also, oder wenn ich jetzt hier irgendwas anschaue und sage, aha, der Grenzwert ist das, warum ist das jetzt so? Also, ja, das ist ganz vergessen. Okay. Das ist das Ergebnis bei Construction, also deswegen habe ich auch nachgefragt. Also man muss sich dann ansehen, nach welchen Konstruktionsprinzipien ist dieses Tool gebaut. Und das braucht ein bisschen Übung. Und das braucht ein bisschen Verständnis, wie grundsätzlich solche Tools gebaut werden. Da gibt es halt verschiedene Abstufungen, wie sehr man dann bestimmter Infrastruktur glauben muss. Das ist jetzt hier der John Harrison-Modus, wo alles durch normale Inferenzen gemacht wird. Ich glaube, Matthias spielt ja nur darauf an, dass es ja zwei Gründe gibt, warum man an einem Beweis interessiert sein kann. Der eine ist, ich will wissen, dass es wahr ist. Das haben wir hier. Und dann will ich aber dann vielleicht noch wissen, warum es wahr ist. Also und dafür brauche ich nicht nur einen Beweis und einen Menschen, die es daran übersichtlichen Beweis. Ne? Ja, das ist allgemein ein Problem bei Computeralgebra, dass Computeralgebra größtenteils auf Algorithmen basiert, die halt einfach Sachen ausrechnen sind, aber dass das halt überhaupt nicht die Art und Weise ist, wie das ein Mensch machen würde. Ja. Also das ist auch Mathematik, Wolfram Alpha hat teilweise so ein Modus, dass es bei wenn man Integrale berechnet, dass es einem danach so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt, irgendwie so, ja, dann machst du hier Integration nur Substitution und sowas, aber der Punkt ist, dass es nicht wie Wolfram Alpha auf die Lösung kommt. Wolfram Alpha hat halt irgendwie spezielle Algorithmen, wie diese, ich glaube, wie heißt das, es gibt also einen Algorithmus, mit dem man so diese ganzen Integrationsprobleme erschlagen kann im Prinzip. Und das ist natürlich das, was Mathematiker benutzt und das ist nicht menschenlesen, was dabei rauskommt. Oder auch zum Beispiel so Ungleichungen beweisen. Das funktioniert einfach immer, dass man irgendwie dieses, wie heißt der Ungar, gibt es irgendwie so ein ganz berühmtes Lemma, was man da irgendwie, dass irgendwelche Hyperplanes Existenzen da angibt. Ey, was also das ist Erdisch? Erdisch? Nicht Erdisch, nee. Von Neumann? Oh, das ist schon mal ein guter, guter Vorschlag. Ich hab vergessen, wie es heißt. Jedenfalls, ich habe irgendwas mit F was, ich bin mir nicht ganz sicher. Farkasch, ja. Genau, Farkasch-Lemma. Ja. Das ist halt wie halt alle so wie halt auch so SMT oder WZ3 und Computerallgebausysteme so Systeme von Ungleichungen irgendwie beweisen. Das ist halt auch nicht wirklich, wie es ein Mensch machen will. Und da kann man halt kein Mensch, man weiß auch extra hin. Also Wolfram Alpha macht dann halt irgendwelche komischen Sachen, um dann nachträglich, nachdem das Ergebnis weiß, da irgendwie menschenlesbare Beweise zu konstruieren. Und hier ist es im Prinzip genauso. Also was da halt läuft, ist irgendwie ein Algorithmus, den Mensch niemals machen will, weil es viel zu viel Rechenaufwand ist. Und da kann man danach nicht wirklich einen menschenlesbaren Beweis draus extrahieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade bei solchen Sachen, wenn man das Ergebnis kennt, dass es dann von Mathematik nicht so spät ist, das zu zeigen. Ja, also wie gesagt, ich bin da ziemlich daran verzweifelt, da dieses Ding zu zeigen, wo ich das Ergebnis kannte. Bei 384 jetzt vielleicht nicht, aber wenn jetzt
4 rauskommt oder sowas. Aber der Punkt ist halt frei Variable, die ich hätte. Also wenn ich einen Ausdruck habe ohne freie Variable, dann brauche ich ja quasi, wenn mir alles egal ist, brauche ich ja kein Programm und Grenzwert, und ich setze halt für x eine Milliarde ein. Und dann habe ich ja halt den Grenzwert. Jetzt haben wir das hat Dominik Kunz auch mal irgendwie, ja. Dieses Argument hat er auch mal versucht zu widerlegen, weil es war immer eine Funktion hatte, die relativ, die war nicht sonderlich groß, ja. Aber es waren irgendwie ein paar Logarithmen drin, und dann war es halt irgendwie so, dass man, ja, ja, klar. Also dass halt irgendwie, wenn man Zahlen bis irgendwie 10 hoch 10 hoch 10 hoch 10 hoch 10 hoch 100 oder sowas einsetzt, ja. Kommt halt irgendwie was raus, was irgendwie nach 1 aussieht, aber der Grenzwert ist im Endeffekt 0 oder 5 oder, ja. Oder irgendwas. Man muss halt Gray Zahl einsetzen. Genau, das also ja, das funktioniert in der Praxis auch sehr gut, aber man kann da recht leicht so Beispiele konstruieren, was halt überhaupt nicht funktioniert. Der Punkt ist nur, also auch, sogar wenn man das als gegeben hinnimmt, funktioniert es ja nicht mehr, wenn ich bei Variablen drin habe. Ja, das ist richtig. Und hier habe ich, funktioniert es eben schon noch mit freien Variablen. Das heißt, ich krieg, also das heißt, ich habe schon wirklich was Substanzielles gewonnen, wenn ich hier ein Ergebnis habe. Aber das ist jetzt, weil hier steht hier immer, das Ergebnis ist das und das und dann sehen wir, das wird gecheckt. Aber dann kann ich mir auch so hinschreiben und bekomme dann das Ergebnis. Ja, wie gesagt, das war das, was ich da oben gemacht habe. Okay. Also das ist, aus technischen Gründen ist das so ein bisschen schwieriger. Also aus dem Grund, weil ich ja, also das Einzige, was ich implementiert habe, ist der Fall, berechne mir eine Expansion für x gegen unendlich. Mhm. Und alle anderen Fälle, und vor allem für Funktionen von real nach real. Ja. Und alle anderen Fälle führe ich auf diesen einen Fall zurück durch Preprocessing von den Lemmas. Ja. Also von der Beweis, von dem ich was beweisen will. Und wenn ich jetzt praktisch nur einen Term habe und will das irgendwie ausgeben, dann muss ich praktisch das Inverse davon machen. Also ich muss erstmal irgendwie das Ding hier umschreiben, sodass ich den Fall x endlich erwähnen kann, mir dann das Ergebnis anschauen und das Ergebnis wieder zurücktransformieren in das ursprüngliche. Das könnte ich machen, aber es wäre ein bisschen Aufwand, und weil das nur so ein diagnostisches Kommando ist, habe ich mir diesen Aufwand gespart. Aber wie gesagt, ich hatte dieses Kommando und da kannst du dann einen Term reinstecken und dann sagt sie den Grenzwert für x endlich. Also das funktioniert schon. Und also ich habe, das passiert dann alles irgendwie auf dem ML-Code, und der ML-Code im Hintergrund, der hat halt auch Primitiven, um viel mehr zu machen. Also der kann ja halt auch die gesamte Expansion berechnen. Also als Lazy-Ausdruck wieder. Und ja. Aber so, das, was ich halt wirklich exponiere, weil das auch das ist, was man selber wirklich konkret einsetzt, ist halt einfach, ich habe hier eine Aussage, die ich beweisen will, und jetzt beweise ich die einfach. Also das ist eigentlich normalerweise nicht so der Isabel-Stil, dass man irgendwie sagt, synthetisiere mir das Go, das ich beweisen will, und dann beweist das. Das kann man schon machen, aber so der eigentliche Isabel-Stil ist, dass man wirklich das, was man schreiben will, konkret hinschreibt und dann es beweist, einfach damit man, also die Idee ist, dass man das Dokument auch lesen kann, wenn man nicht Isabel laufen lässt. Ja. Also das Tool da oben, das kann ja dann dem User helfen, das richtig hinzuschreiben. Ja, das genau. Das kann ja auch antippbar sein, so, das sind so kleine Zucker, die man da noch. Ja. Ja. Könntest du es nicht theoretisch noch mit Schematic Go machen? Naja. Ist raus. Ja, das, da gibt es ja nur auf die einen einzigen User, der das noch verwendet. Was? Nein. Also darüber jetzt nicht drüber, die Kamera läuft. Aber ich muss sagen, dass er, glaube ich, auch einen recht guten Grund dafür hat. Also, ja, der mag auch Gründe haben. Also in der Urzeit von Isabel, das fand ich interessant, du hast immer gesagt, Isabelle, und meinst die Whole Library mit ihren ganzen Formalisierungen und Tools und Implementierungen. Ja, das ist richtig. Das ist aber völlig richtig. Also für den, am Ende, was man abliefert, ist eine Library mit Theorien und mit Tools. Und da hast du ein schönes Tool noch draufgesetzt. Mhm. Aber was Isabel unten drunter letztendlich ist, 1989, ist so eine Art Prologmaschine, so eine Higher- oder Prologmaschine. Und da kann man dann halt auch Sachen symbolisch synthetisieren. Das hat sich aber in der Praxis als relativ irrelevant herausgestellt. Das ist eigentlich ein anderes Modell. Es ist sehr selten, dass man das wirklich so macht. Aber sagen wir mal, dass wir so ein bisschen auf ein Computeralgebra-System kommen. Wir gehen, also wo man so ein Arbeitsblatt, und dann hat man so wie dieses Kommando da, und dann klickt man irgendwas an und dann schön das Ergebnis dabei sowieso und sowas. Denn dass man also Tools hat, die dem User helfen, das Enddokument zu produzieren. Aber das Dokument muss in sich selbst irgendwie die Informationen enthalten. Das ist immer so der Ansatz eigentlich. Ja. Aber das Dokument muss nicht den Beweis enthalten. Ja, es enthält dann den Aufruf wieder und steht er dann bei, ja. Sonst was. Also dass dann zum Beispiel diese Nebenbedingungen irgendwie so präsentiert werden, dass der User dann da relativ leicht das ergänzen kann. Das ist, ja, also das Konzept von Isabel ist, am Ende kommt so ein fertiges Dokument raus, das dokumentiert, was da los ist. Wie das zustande gekommen ist, ist dann eine andere Frage. Kann das hier jetzt eigentlich nur Grenzen haben?
komplexen Zahlen oder so? Also komplexe Zahlen ist das Problem, dass man eigentlich sehr, sehr schnell Oszillationen reinbekommt. Also wenn ich, allein wenn ich nur irgendwie so plus minus mal geteilt bin, viel komplizierter. Also ich weiß nicht, wie man an komplexe Asymptotik herangeht, habe ich mir nicht so genau angeschaut, aber ich denke, dass man muss sich auf jeden Fall um dieses Problem irgendwie kümmern. Und ich weiß, dass das selbst auf reellen Funktionen schon sehr, sehr schwierig wird, wenn man so Oszillationen haben will. Also da gibt es auch irgendwie Ansätze, aber das wird dann nochmal irgendwie deutlich komplizierter, deswegen habe ich mir das noch überhaupt nicht angeschaut. Also deswegen, komplexe Asymptotik kann man jetzt mit diesem Ansatz nur machen, indem man irgendwie sich den Realteil und den Imaginärteil getrennt anschaut. Und da ist ja das Problem, wenn man das macht, dass man eben in vielen Fällen dann schon irgendwas mit Sinus haben wird und dann funktioniert es ja nicht mehr. Also das ist, wohlgemerkt, ich nutze auch hier viele Sachen aus bei Reels, viele Eigenschaften von Reels Funktionen aus. Zum Beispiel, wenn ich einen Grenzwert habe für x gegen 0 oder sowas, das kann ich nicht direkt machen. Ich muss zuerst den Grenzwert für x gegen 0 von rechts und x gegen 0 von links berechnen und dann zeigen, dass die Dinge gleich sind. Und zwar das, was ich eigentlich zeigen will. Und wenn ich jetzt komplexe Zahlen habe, dann geht das natürlich nicht so einfach, weil dann muss ich ja von jeder Richtung irgendwie praktisch kommen können und das macht es schon auch deutlich komplizierter. Also das, ich weiß nicht, wie das bei komplexen Zahlen funktioniert, aber auf jeden Fall kann es nicht so funktionieren. Aber ich glaube, das würde dir auch noch nicht mal genügen. Kann das gar niemand bestätigen? Also wenn ich ja, nee, genau. Das ist hier schon die Folge. Also nur, dass du weißt, dass du von jeder geraden Richtung aus zu Null gehst. Ja, klar. Ich weiß nicht. Mit Richtung meinte ich auch wirklich die Kurven. Oder so. Okay. Ja, gut. Ja. Nee, dann geht's ja. Ja, da gibt es eine schöne... Kurven mal zu folgen. Ja, und er hat Aktion für abhängige Außeraktion gerade reingesteckt. Ja, ich weiß nicht. Also reicht nicht. Also ich glaube, Kurven... Ja. Ah, okay. Ja, okay, jetzt passiert aber ein bisschen. Okay, also wir müssen nicht darüber reden. Ja,